Cutscene, mit der Cutscene, die du schon gesehen hast am Anfang. Also kannst du die Cutscene überspringen, dann dauert es nur 27 Minuten. Gell. Oder du Morgen. spielst Gorefield. Gorefield? Ja, Garfield. Gorefield. Schick's mal Steam in Steam. Hab jetzt keinen Bock Es rauszutappen, ist Bruder. jetzt nur eine Videoserie. Ach so. Hast du dir schon mal The Walking Dead das Spiel angeschaut? Nö. Ich hab's mal angeschaut, ich fand es irgendwie recht cool. Würde ich selber nie durchspielen, aber keine Ahnung. So als Let's Play-Idee für Christian wäre das schon nice. Als Let's Play-Idee für Christian, so jede Osu-Map ein Video. Das Ziel ist es, unser Rip-Rip. Osu-Skill zu verbessern. Ripton. Oh Mann, Hashtag RIPDON, Alter. Dev Magwai. Ripton. Dann bin ich auch gerade, was die Missionanzeige angeht. Ripton. RIPDON. RIPBONGO. Mach der Cut. Die Katze kann sich schon skippen, oder? Ja, wenn du es schon gesehen hast. Wie ist fest entschlossen, nach dem Schwert spannen. Hör doch auf! Du Göt! Hör jetzt auf! Dante begleitet mich ja, oder? Did you find it? Nicht? Oh, well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. The Devil Sword. Das Devilschwert, das Teufelsschwert. Ist es für Nero? It's coming from the Clifords Ring. Ist es für Mero? Doch für Fero. Ne, für Zero. Für Zero, El Nero. Fero, Nero, die Fero. Lol. Hab mich grad voll eingeschissen, Alter. Ha! Junge! At your pleasure. Slice him. Pin him to the wall. Come on. You first. Was war das denn? Das war der Taunt, Mann. Kauf dir doch den 30 Millionen Red Orbs Taunt. Den Redox Taunt? Red Orbs Taunt. Ich kann Red Ops nicht mehr ernst nehmen, weil ich das immer mit Red Ops, Red Ox in Verbindung bringe. Bad Bunny. Bad Bunny ist better than Red. Ich sehe Blitze draußen. Ja, okay, das ist einfach so. Moral. Was ein Grobian, Alter. Als ob ich jetzt gegen den kämpfen muss, Mann! Behemoth. Behemoth. Amokläufer des Terrors. Ton. You first. Ja,
Are you first? Not mein, Alter, mein Arsch ist so heiß, Alter. Junge, weißt du, was ich heute mir so ein bisschen angeschaut habe? Weißt du, was Linux? Nee, das leider nicht. Sagt dir Laser, ein Laser-Treatment was? Was? Ein Laser-Treatment. Ja, es gibt für vieles ein Laser-Treatment. Also Haare lasern. Ja. Junge. Bist du damit die Arschhaare entfernen? Ja, das meine ich ja. Jetzt Real Talk. Schätz mal den Preis für den kompletten Ass. Kompletter Ass. Ja, also eine Sitzung. Ja 1500. So. Nee, ja, okay, das ist eine gute Schätzung. Wenn man rechnet, dass man 10 Sitzungen braucht, dann kommt es gut hin. Das sind dann, das sind eigentlich 1200. Ich dachte mir so, Alter, wenn ich irgendwann mal viel Cash hab, du weißt ja, die Ladies wollen immer einen clean Ass für einen Rimjob, du weißt Bescheid. Nein, Joke. Du fragst einfach Christian, was sie waxen kann für 5 Euro. Warte, überspringe ich hier etwas, wenn ich hier reingehe? Nö. Oder du klebst, oder du schüttest einfach Wachs auf deinen Stuhl, setzt dich drauf und stehst wieder auf, wenn's trocken ist. Nice! Genau das ist mein Plan, Bro. Ist billig. Hä, hey, warum komm ich hier nicht dran? Hä, hey, warum komm ich an diesem Goldteil nicht dran? Kein Plan. Das ist ein Bug. Bug. Fix. Wenn's nicht geht, dann geht's halt nicht. Jetzt mal Retalk. Basti, was sagt, ich möchte jetzt nicht fragen, weil das schon dezent schwul ist, aber... Was sagt dein Wachstum? Sagt es. Meinst du jetzt die Arschhaare am Ass oder im Ass? Im Ass. Ja, da hat doch kein Mensch Haare. Nee, nicht im Ass, am Ass. Am Ass natürlich, sorry. Am Ass. Wer hat da Haare? Du weißt, welche Arschhaare ich meine, Alter. Nimm mal Fachausdrücke. Wie soll ich das denn, wie fach hast du denn durch den Rücken? Riech einfach so wie ich mit 14. Ja. Was hast du da gesagt? Ja. Darm, Darmexplosion. Was ist das? Was hat die Behaarung deines Darmes? Ja, da gibt's keine Ahnung. Here's Thrawn. Warte mal. Slice. Die Haare weglasern tut es nicht weh. Ich glaube, das ist nicht so hart, die Behandlung. Slice him. Ich glaube, das ist, wenn du Hämorrhoiden hast. What the fuck? Ja, was weiß ich, wenn Andy sein Anus lasern lassen will, dann kein Plan. Ich würde mir halt Retalk safe mal meinen Arsch waxen lassen. Aber ich frag mich, wie viel sowas kostet. Was? Waxen? Weißt du, welche Haare? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Alter. Ich würde gerne auf dem... Im keine Ass. Ahnung. Auf dem Ass. Auf den Cheeks. Oder... nicht auf den Cheeks. Alter, ja, Mann, Alter. Erstmal waxen und dann sterben vor Schmerz. Ja, safe. Das ist ja schlimmer als Nasenhaare rausreißen. Nasenhaare rausreißen mit einer Maschine ist easy, glaube ich mal. Oder schütt dir doch gleich heißen Wachs auf deinem Wiener und zieh es ab, Alter. Auf deinem Boss. Fuß. Frag doch Marc, ob er hier seine Fingernägel leicht. Als Rasierklingel. Bro, Alter. Scheiße. Ich glaube, ich schau zu. Bro. Richtige Brawlhalla-Moment, Alter. Schau, das ist der Thorn! Ja, da machst du immer. Drück mal Escape, schau die Steuerung. Optionen. Optionen. PC-Optionen. Steuerung. Also. Warte. Provozieren R. Ja. Und was mache ich da bitte schon falsch?
Scroll weiter runter. Weiß nicht, du machst alles falsch. Ich hab die Stil noch gegeben. Komm, Die ist Thorn, die sie immer abgemacht haben. Wenn er so ist, hat. Der ist so ein Dirigent. Come on. Und er spielt Violine. Aber zeigen die. Ist das nicht so ein Tastatur-Gameplay, dass sie deren Tasten zeigen? Nee. Nur ihren Controller. Shit, Ray. Ja, am liebsten, weißt du, was ich mir wünschen würde? Ein Full-Body-Laser, Alter. Dann hat, Junge, stell dir vor, du hättest einfach die glatteste Haut. Die glatteste Haut, oder? Einfach eine glatte Haut überall, Alter. Wie geil wäre das denn, Mann? I need you. Ja, drück einmal den Tornpotten, dann macht er das. Come on. Nur einmal auch nicht gedrückt hast oder so. Nur einmal. Okay, okay. War da irgendwas? Nein! Ist ja noch was. Alter, die Hälfte des Streams stand einfach nur darin. Jo, jetzt kann man, du musst R drücken. R drücken. Durchgehend, Alter. What the fuck? Wir haben einfach durchgehend im Stream über diese fucking Tonten gesprochen, Mann. Sind wir behindert? Bin ich behindert? Junge Jakob hat richtig Stress geschoben, also Junge, die Chicken ist doch safe. Hä? Ja, dann Sebi, hörst du mir noch zu, bruh. Arschkalt, ich seh gar nichts. Sieht aber fresh als a Benzos, bruh. Ja, nächster Fall. Doch kein Fall, hä? I'd be lying if I said I wasn't.
But the past is a bitter place for me. The past is a bitter place for me. What the fuck, yo? Rise, slice them. Ich hab grad Gizmo verstanden, Alter. Was zum Teufel? Gizmo. Wegen der Hitze ist meine CPU mal auf 90 Grad gekommen. Alter, was? Das ist heftig. Nein, die sind so Mini-Fliegen auf meinem Monitor. Verdammt. Ich muss sie rauslocken und draußen Licht anmachen. Oder meinen anderen Monitor ausmachen. Jo, kannst du mal machen. Ja. Sam! Der Fisch ist voll das coole Boot hier! Eieiei. Hey, was sagt dann die Kratzkröte, wenn sie das Cthulhu-Buch liest, Alter? Sieht ja gar nichts davon. Wenn nicht mal Herr Frohmüller das versteht, man. Ich kann viel besser Englisch als du, Alter. Falls du es noch nicht wusstest. Und Herr Frohmüller? Was? Und als Herr Frohmüller? Ja, safe. Also eins muss man die lassen, eins kann sie gut und das Englisch. Sogar besser als Christian. Aber Savage ist voll schon überhaupt! Jo, das Spawn ist ein Missgeburt! Fuck, Alter! Was hältst du von Christians Zeugnis? Was hältst du von Chris' Zeugnis? Ich bin überrascht, aber ich halt wahrscheinlich im Endeffekt nicht schwert. Il Senato deciderà la vostra sorte. Io sono il Senato. Non ancora. Also Streamstörungen kann ich echt nicht gebrauchen. Also da wird nicht gezögert, Alter, für ein Instant. Sagt ja eins, Professionalität zählt überall. Nicht nur im Beruf, ja. Überall. Besser ist es. Was geht ab, Bums? Nix. Und? Was hast du was gemacht? Was machen ja. Sachen? Was machen Sachen? Gar nichts. Sachen schwierig. Schwierig. Nein! Ah, brr. Aber Christian. Vielleicht in euch gehörten. Tschüss, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Thomas, Sonnenschein. Wie viel Grad hat's in deinem Zimmer? Bitte? Und wie viel Grad hat's jetzt in deinem Zimmer? Was? 27. Bei mir ist es jetzt 3 Grad kälter geworden. Er macht die Fenster auf, Christian, Alter. Das ist was geworden.
Ja, es windet gerade. Dann einfach 80 von Rage und French. Stell dir vor, du kennst doch ein Splatoon? Diese die Inkwände, die man aufstellen kann. So ein Raid, so eine Raid-Wand, die du übers Fenster tust. Aber so mit Ultranebel, dass du da noch durchatmen kannst. Aber alles, was berührt, stirbt. Junge, da muss man die Taunts nehmen. Kann ich kaufen, oder? Nee, eigentlich nicht. Es gibt so viele Taunts. Du siehst immer an. Nicht angesehen, bitte. Slicer. Du siehst immer noch an. I need more strength. I need more strength. I need more strength. That's it. Er spielt Gitarre. Nee, er klappt. Er kann auch seinen Stab als Geige benutzen und als Dirigentenstab. Ach ja, Kimi hatte vor. Junge, was soll der Scheiß jetzt, meines? Maestro Yoda. Junge, meine Streaming-Community wird gestört durch diese Scheiße, Alter. Was für Lego Star Wars, Mann. Nee, nicht Lego Star Wars. Was für Playmobil, was du da gerade abspielst, Spaß. Ja, Skaram, ich höre den Stream nicht, weil es so laut ist im Hintergrund. Ja, Skaram, ich kann den Stream nicht genießen. Da müssen wir eins tun. Client muten. Und OBS, warte. Aspettavo da tanto tempo questo momento. Was soll der Scheiß? Nee? Es gibt Leute, die wollen den Stream enjoyen, ja? Hört auf mit dem Scheiß! Christian, haben wir uns verstanden? Sind wir auf einer Wellenlänge? Ja, oder? Nee, sind wir nicht. Absolute Frechheit. Absolut. Hör bitte auf. Ist es wieder ein neuer Insider oder was? Ist ja. Gouger, okay, Christian will es nicht anders. Christian will es nicht anders. Magistern you
Christian! Als ob er immer noch weiß, aber what the fuck? Ja, stoppen damit, ich scheiße da. Was zum Teufel? Alter, der hatte zwei Schwänze im Maul. Alter, was zum Teufel? Bleib weg von mir, du Hurensohn! Soll ich Christian Demon Slayer anschauen? Also, deine Meinung dazu? Also, du bist recht positiv überrascht von dem Anime. Wenn er Bock drauf hat. Krass, dass ich positiv überrascht bin von dem Anime, den Yasuke mir empfohlen hat. Ja, schau, ich bin halt ein krasser Boy. Welchen hat denn Christian dir gezeigt? Steins Gate. Steins Gate hat wirklich Christian dir gezeigt, oder was? Ich dachte, Steffi hat den dir gezeigt, aber Bruder. Was? Ich hab nicht mal gesehen. Immer noch nicht! If we had the Devil Sword of Sparta, Nero might just be able to defeat. Du hast auch noch nicht Staffel 2 gesehen, Jasmin. Was? Staffel 2 hast du auch noch nicht. Ich meine Staffel 1 bei Steffi. Die Staffel 2. Ja, ja. Immer gut jemand. Ich hab ihn neu empfohlen, aber schau mal. Was hast du? Ja, Peter Watt hat mich damals gespoilert, darum hatte ich keinen Bock drauf. Peter Watt Ehrenmann. Oh, die blitzt da draußen. Voll geil. Ach nee. Ich geb dir einen Tipp bei denen. Wenn die ihre Schere aufmachen, dann musst du denen ins Gesicht schießen und die sind gestunt. Wenn die so chargen. Ja, Kimi hat in Steffis Zimmer geschissen, laut Dog. Vor den Schrank. Die hat irgendeine Behinderung, ohne Witz. Die denkt draußen ist Lava oder so, ich kann nicht rausgehen und scheiß einfach ins Zimmer. Die war eine Woche lang unter ihrem Bett. Die hat sich nicht bewegt. Keine Ahnung. Die hat einfach ins Zimmer geschissen. Ich kann es mir nicht erklären. Taunten! Dann nochmal! Unangenehm! Ah, ich hab Unangenehm gemacht. Das kann ich selber. Was hast du gesagt? Ob du Montes Down-Syndrom-Neffen schon gesehen hast? Ja, den kenne ich doch schon.
Also warum schaust du seinen Stream an, Alter, what the fuck? Ja, weil ich gerade auf Twitch war und dann habe ich gesehen, Numero Uno. Da muss man natürlich schauen. Logisch. Alter, meine Augen. Er nennt den Stream einfach schon immer Numero Uno. Ist ja eine geheime Methode, ja. Ja, das ist halt ich glaube, Christian, glaub, Christian will Prinz Markus von Anhalts Lippen züngeln. Junge, Alter. Der Name ist irgendwie ein bisschen zu edel für ihn. Aber Prinz Markus ist ja offiziell. Das ist der Mitfahrer von Franken. Was? Was ist offiziell? Der Name, natürlich. Ja, Prinz. Ja, der heißt. Junge, Farid von Franken. Er ist anscheinend ein Prinz. Was geht an? Was denn? Donners Praxis Farid von Franken. Neuses. Das heißt Farid. Farid von Franken. Kenn ich nicht. Ja, Sekunde bei der Box. Herr Ehrenmann. Hey, look, V. A phone. Nice, ein Telefon mit Telefonbox. Das heißt, der nächste Fight wird heftig. Heftig. Nee. So. Hey, du, lass mal stecken. 30,0 Grad. Geil. Wie viel Grad hat das in meinem Zimmer? 31,9. Bra, 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 bra. Ja, tja, tja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich mal niedriger. Das, die Szenen sind immer so übertrieben, Alter. Das ist das Geile am Spiel. Eradicate them all. Als ob ich F gedrückt habe, ich Vollidiot. F prepare back. Leben habe ich schon genug. Fortnite. Fertigkeiten. Royal Folk. Ja, Skan, die Musik ist geil, oder? Die Musik ist aber geiler, wenn man das macht. Junge, jetzt ist er im absoluten Decay, Alter. Oh mein Gott. Wie der inzwischen aussieht. So richtig durchgebumst. Alter. Ich glaube, der lebt nicht mehr lange. Nee, glaube ich auch nicht. Mal, Primex hier. Brian Adam, Mon Maxi. Scheiße, ich hab zu wenig Skills für Griffin und den anderen. Gryffindor. Gryffindor. Bruh. Mon Maxi spammt wieder auf Teamspeak. Matze wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ah. Oh ja, Top-Spender. Laxman 1, 9.950 Euro. Ja man, macht man immer. Ich spende auch immer Primax 9.000 Euro. Nice. Gönn doch, du Nicht-Gönner. Schau, du kannst dir mal ein Beispiel nehmen, mir was den nächsten Switch. Sparta. No doubt about it. Spaß. Denk mal, Fernsehen. Richtiger Jack Mingy. Was zum Teufel? Whoa, this is some kind of ritual shindig, isn't it? You guys got the dance fever for Sparta, don't you? Whoa, easy on the dance floor there, partner. I'll be taking that back.
You know your endless worshiping isn't making the Sparta any happier. What is for savage? Unterschätzt die Gegner nicht. Ja, deswegen habe ich auch Das sind Turbo-Mooks. Dann wird alles irgendwie gesprengt. Wir haben halt auch einfach nicht. Ey, Christian, kann es eigentlich sein, dass wir jetzt das böseste Unwetter bekommen? Also natürlich bei uns wieder nichts, aber woanders die Überschwemmung des Todes wegen 42 Grad und so. Ja, bei uns nicht. Aber in den ganzen Städten, wo immer alles überflutet wird, da wird wahrscheinlich alles explodieren worden. Weil immer diese ganzen Überschwemmungen, wir hatten so nie. Und der Hagel. Ja, mein Redmi Note 7 ist schon im niederländischen Sortierzentrum. Ein Sicker, ja, Bro, ja. Als ob das jetzt so einfach ist, das Schwert rauszuziehen, Alter. Jetzt kommt selbst ein Ultra-Jackman. So sieht's auch immer aus, wenn Christian mit seinem dünnen Stäbchen die Bitches in die Umfahrt. Show. Ja, einmal. Oder ist das 90? Das sah Westendorf so aus. Oder? Junge, die Blitze draußen sind so hell. Alter, was? Es blitzt? Ja. Was ist das für ein heftiges Schwert, Junge? Ja, Sparda. Das kann er nicht mal aufheben. Das hat Ben uns Volo. ਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾ ਯਾ ਦੇਖ ਜੋ ਨੇ ਨੂ ਦਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇਸ ਗਮਿਊਟਡ. Hä, hey, ist mein Mikrofon nicht gemutet oder was? Ah, fuck, bro. Ach, geil, ich hab das Mic, nicht das Mic gemutet, Alter. Geil. Concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? No. Get a grip on yourself now, come on. If only you could defeat Urizen. If only. No. No. If only you never existed. Then I. Don't do it to me! No! Mein erstes S für Sick, bruh. Savage? Ja, jetzt Hauptmenü.
Aber nee, ich schau mir noch die Cutscene an. Big boy, a man, huh? If I don't return, you must run by yourself, alone. You must change your name, forget your past, and start a new life as someone else. A new beginning. Virgil, where are you, Virgil? Ja, Virgil war sein Bruder aus den vorherigen Teilen. Aber es ist jetzt nicht wie, oder? Nein. Nee, Obama ist sein Bruder. Nee, keine Ahnung, weil Obunga. Virgil schreibt man ja auch mit V. I thought it might be the only way to wake you. Oh, Bunga. What day is it? The 15th. Du Scheißspaß, Alter. A month? Es wies, ne, Bunga. No wonder I'm so stiff. So low. Right, sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going, because that annoying pimple Nero is making a beeline for Uris, and if he gets... Gas. He's gonna fall. Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. Mit Dante so badass. So ein Sith Savage. Then I never would have dreamed of using that child. Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Stinks in here. I know. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa, my, V. All the way down here and turning tail, really? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Dante ist so kompliziert zu benutzen. Der hat 4 verschiedene Modi. Ja. 4 verschiedene Modi und 4 verschiedene Waffen. Er hat einen Arm, er hat ein Schwert, 2 Guns. Also er hat einmal Royal Guard, Trickster, Swordsman und Gunslinger. Jeder hat mit der mittleren Maustaste andere Attacken und das ist übelst krank. Werde ich dann morgen sehen, Alter. Jetzt geh ich mich spießen.